Hier am Nordfuss vom Chasseral ist es eigentlich meine Heimat. Ich bin hier aufgewachsen, da habe ich gespielt. Da war der Bauernhofboden von meinem Vater, ursprünglich auch von meinem Grossvater. Und das verbindet mich zu meiner Jugend. Irgendwann durfte ich hier dieses Gebäude übernehmen. Und es war mir ein Anliegen, dass ich ein neues Leben geben konnte. Von außen sieht es vielleicht so wie ein normales Bauernhof, renoviert. Und drinnen hat es die nötige Technologie, aber dass man eigentlich den ganzen Stromverbrauch von dem Haus optimieren kann. Monsieur Cuche bénéficie avec cette maison d'un bien-être et aussi vraiment d'un geste écologique avec les panneaux photovoltaïques. Il est quasiment autonome par rapport à l'énergie électrique. Es fasziniert mich schon, dass man nachher eigentlich von dieser Kraft, die aus der Natur kommt, dann nachher irgendwie ein Licht anmachen kann. Und das ist das Schöne an dem Haus und das ist das, was mich stolz macht, dass wir das auch geschafft haben, dass da alles fast autonom geregelt wird und mit so einem Smart Home System, wo das steuert, ist etwas vom Coolsten, was es gibt. Für mich war wichtig, dass man den ADN von dem Haus respektiert hat. Das macht mich speziell stolz. Das Haus habe ich auch so umgebaut, oder haben wir so umgebaut mit Manuela, dass das auch über mehrere Generationen haben soll. Das ist auch eine gewisse Nachhaltigkeit. Es ist eine gewisse Lebensqualität, weil es ist ein bisschen abgelegen. Es ist in der Natur. Es hat seine Vorteile und seine Nachteile, wenn man so abgelegen wohnt. Aber ich sehe das als eine Chance für Kinder auch. Ich hoffe, dass sie das auch so sehen werden. Und ich hoffe, dass sie lange werden Spass an diesem Haus haben.